Coba Commerzbank Cup Tischtennisturnier, veranstaltet in Schweinfurt. Stefan Schaub ist hier der Turnierleiter. Und an den habe ich gleich eine Frage. Habt ihr euch was Neues einfallen lassen? Eine sogenannte VIP-Card. Was hat es damit auf sich? Bei der VIP-Karten ist es so, dass jeder Spieler, die von uns erhält, die das erste Mal da spielt, und kannst du 10-mal spielen und 9-mal musst du bezahlen. Und zusätzlich hast du außerdem die Möglichkeit, jede Empfehlung oder jeden neuen Spieler, den du nach Schweinfurt mitbringst, bekommst einen zusätzlichen Eintrag. Die 5 Euro, die du dir sparst, kannst du dann entweder bar ausgezahlt bekommen oder du kriegst einen Essensgutschein bei uns. So, vielen Dank für diese Auskunft. Das ist der Turnierleiter heute, Stefan Schaub. Und jetzt werfen wir gleich einen Blick in die Halle. Also eine grandiose Idee, wie ich finde. Diese 10er-Karte für Coba Commerzbank Cup Turniere lohnt sich natürlich speziell für die Schweinfurter, denn die sind da sehr aktiv. Gestern gab es schon 3 Turniere, heute wieder 3 Turniere. Mit Favoriten in Turnierserie Nummer 1 sehen wir hier im Bild beim Aufschlag. Hinten spielt Christopher Bedenk. Das gibt es dann als Stativaufnahme auf dem YouTube-Kanal von Reinhard Steinbecher unter dem Titel Coba Commerzbank Cup Schweinfurt, Sonntag, 19. Februar 2017. Alles Müller oder was? Der gute Geist, der Kühnacher, der dort unter anderem auch das traditionelle Kühnacher Tischtennisturnier alle Jahre einmal ausrichtet. Höllenberg heißt die Halle, glaube ich, oder am Höllenberg oder irgendwas mit Fahr zur Hölle. Sehr sympathischer Typ, sehr aktiv für den Tischtennissport. Stefan, hast du mal so eine 10er-Karte bei der Hand, dass wir die auf den Film mit drauf kriegen? Weil ich finde das ehrlich gesagt eine absolut super Idee und ich hoffe natürlich, dass jetzt alle, wo ich spiele, das nachmachen. Dann kann ich immer 5 Euro für wohltätige Zwecke spenden. So schaut's aus. Und schon wieder einen Eintrag gemacht. Da sind die Einträge. Ist das schon ein Stempel oder kommt das? Jawohl. Jawohl. Also vielen Dank. Grandiose Idee. Schauen wir mal, was hier so geht. Gleichzeitig, ja, während hier dieses Turnier läuft, gibt es in Indien India Open. Und das sind Deutsche im Endspiel. Zum Beispiel im Herren-Einzel Dimitri Ovtcharov, der gestern den ehemaligen japanischen Jugendmeister Koginova geschlagen hat, in einem sehr schönen, heißen Match. Und man höre und staune, in Deutschland gibt es die ersten richtig guten Doppel. Interessanterweise das momentan stärkste, Ricardo Walter, der moderne Angriffsspieler, an der Seite von Ruven Filus, moderner Defensivspieler mit vielen aggressiven Bällen, mit denen er die Gegner aus dem Rhythmus bringt. Auf der Rückhand unglaubliche Schnittverteidigung, aber er dreht den Schläger, kann auch mit der Rückhand angreifen und mit der Vorhand greift er sowieso an.
Da gab es gestern ein rein deutsches Halbfinale gegen, ich glaube, Steffen Mengel und Benedikt Duda, dass Walter und vieles gewonnen haben und sie sind heute im Endspiel. Die Inder sind ja 5,5 Stunden früher dran als wir hier Ortszeit. Das heißt, jetzt ist es bei uns kurz nach 10, bei denen kurz nach 15 Uhr. Dementsprechend dürften möglicherweise die ersten Entscheidungen schon gefallen sein, von denen ich noch nichts weiß. Schön jedenfalls, dass man im DTDB, nachdem man viele Jahre lang ja das Doppel total vernachlässigt hat, das gemischte Doppel sogar aus vielen Wettbewerben gestrichen hat. Das gibt es in den kleinen Turnieren fast überhaupt nicht mehr. Eine Zeit lang gab es das ja auch nicht bei der Europameisterschaft. Da mussten die, die gerne Mixed spielen, eine eigene Europameisterschaft organisieren. Jetzt, bei der letzten EM, war es dann wieder zurückgekehrt. Man hat sich da wohl besonnen, dass das eine mögliche Fehlentwicklung war. Und jetzt gibt es, wie gesagt, auch in Deutschland wieder gute Doppel. Die Deutschen haben ja in den Einzelwettbewerben in Europa ohne Ende dominiert. Natürlich allen voran ein Timo Boll und ein Dimitri Ovtcharov, aber sogar Patrick Baum, der ansonsten natürlich unkonstant gespielt hat. Das lag hauptsächlich an einer, ich nenne es mal, familiären Katastrophe. Sein von ihm sehr geliebter Vater ist da gestorben und da ist er in ein Loch gefallen. Soweit ich das mitbekommen habe, da wollen wir aber nicht zu sehr ins Private gehen. Der war ja auch zweimal im Endspiel einer Europameisterschaft, das muss man sich mal zu Gemüte führen. Und in Doppel waren es immer die anderen. Da waren es ein paar Schweden, die Carlsons, dann die Portugiesen, Markus Freitas und entweder Thiago Apollonia oder Joao Monteiro. Das wüsste ich jetzt so gar nicht mal aus der Hüfte. Und auch die Österreicher. Stefan Feger, Daniel Habesohn waren meines Wissens auch mal Tischtennis-Europameister im Doppel und die Deutschen haben nur zugeschaut. Lag natürlich daran, dass Timo Boll sich sehr oft aus athletischen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen aufs Einzel konzentrieren wollte. Und auch Dimitri Ovtcharov wollte nicht unnötig irgendwas riskieren und hat aufs Doppel verzichtet. Aber gut ist diese Entwicklung nicht, nachvollziehbar schon. Die Chinesen sind da konsequenter, da spielen eigentlich, soweit ich das überblicke, immer alle auch Doppel. Und natürlich entsprechend erfolgreich. Das muss man da konditionell einfach drauf haben. Werfen wir noch einen Blick auf Stefan Dressel. Kommt ja eigentlich aus Nürnberg, ist beruflich wohl versetzt worden und spielt seitdem in Gerolzhofen. So. Da hat er was gewonnen, so wie es ausschaut. Erste Runde. Hat immer ein bisschen Kopfprobleme, aber wer hat die nicht im Tischtennis? Das ist nun mal Kopfsache. Hier ist er offensichtlich gut reingekommen. Ich habe immer den Eindruck, er kann wesentlich mehr, als er manchmal zeigt. Gegen mich ist er immer super drauf. Da hat er schon oft genug gespielt, da weiß ich genau, wo meine Schwächen sind, wo meine Achillesferse ist und da hat er die technischen Mittel und die taktischen Mittel, mich vorzuführen.
Also ein deutlich stärkerer Spieler als meine Wenigkeit. Aber wer ist nicht stärker in diesem Feld hier? Das wird wieder die große Frage sein bei dem Turnier. Dafür habe ich viel Spaß und vor allen Dingen auch viel Spaß beim Filmen und ich hoffe, ihr auch. Dann gönne ich euch jetzt mal ein paar Ballwechsel ohne Kommentar. Und wenn ihr meine Kommentare nicht mögt, dann geht auf YouTube und gibt als erstes Suchwort Reinhard Steinbrecher ein und als zweites dann Stativ. Dann habt ihr nur Tischtennis, nur die zwei Sportler am Tisch. In der Regel komplette Spiele und ohne Gequatsche. Wie ihr seht, ich wollte auch jetzt nicht quatschen, ich kann es halt nicht lassen.